Deswegen schau, wenn du zu Hause bist und dich niemand sieht, was machst du? Guckst du den ganzen Tag Filme zu Hause und wenn du in der Moschee bist, dann auf einmal packst du den Koran aus und liest und machst beim Unterricht mit? Dann musst du wissen, dass auf jeden Fall in die Röcher recht. Aber wenn du zu Hause genauso bist wie hier, dann musst du wissen oder dann kannst du wissen, dass du wahrhaftig bist. Und dass dein Praktizieren, deine Rechtschaffenheit wahrhaftig ist. Aber wenn du siehst, dass es irgendeinen Unterschied gibt zwischen deinem Zustand zu Hause und der Moschee und der Öffentlichkeit, dann bist du ein Heuchler. Deswegen, als er gefragt wurde, ob er von den Heuchlern ist, was sagte Hudhayfa zu ihm? Hudhayfa sagte, wenn du alleine bist, betest du und bittest um deine Sünde und bittest um die Vergebung deiner Sünde. Da sagt er, dann sagt Hudhayfa, dann geh, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat dich zu einem Heuchler gemacht. Das heißt, wenn du zu Hause betest und zu Hause Allah subhanahu wa ta'ala, wenn dich keiner sieht, bereust, dann ist das ein gutes Zeichen. Aber wenn du zu Hause nichts machst, vielleicht gerade noch so deine Gebete verrichtest und in der Moschee jemand bist, der praktizierend ist und rechtschaffen, dann hast du einen sehr gefährlichen Zustand.